Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Ilse, sehr geehrte Frau Götz Weimar, Herr Dr. Weimar, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Dankeschön zunächst für die Einladung, für die Gelegenheit, heute einen Beitrag leisten zu dürfen. Und auch danke, dass es beim Ludwig-Erhard-Gipfel diesen Preis gibt, dass ein Freiheitspreis der Medien ausgelobt wird, überreicht wird und in diesem Jahr zwei Preisträger gefunden worden sind, die uns allen in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gezeigt hat, was es bedeutet, für Freiheit in unserer Welt einzutreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 24. Februar 2022 wurde benannt als Zeitenwende, wurde benannt jetzt als historischer Einschnitt, als ein Momentum, wo wir in einem neuen Europa wach geworden sind. Ich glaube, wir alle haben das so erlebt und so gespürt, so wie Frau Götz-Weimar das auch dargestellt hat. Dieses Gefühl, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ilse, du hast es auch ausgedrückt. Es ist wahr, es ist real. Für uns ist es real in den Schilderungen. Ich bin gerade beim Herfahren, habe mit Kollegen aus dem Europäischen Parlament gesprochen, die jetzt gerade in Kiew waren. Für uns ist es real aus den Schilderungen, auch aus den Medien heraus. Die Menschen, die wir heute ehren, für diese ist in einer ganz anderen Art und Weise real. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir über den Menschen sprechen, über den ersten Preisträger von heute, nämlich über Präsident Zelensky. Dann möchte ich fast formulieren, er hat das Unmögliche möglich gemacht. Seien wir uns mal ehrlich. Wie haben wir an den ersten Stunden und Tagen dieses Krieges, dieses unprovozierten Angriffskrieges Russland auf die Ukraine, wie haben wir zunächst mal auf die Ukraine reagiert, auf die dortigen Ambitionen reagiert? Ich glaube, viele von uns waren ein Stück weit ungläubig. Auch in manchen Regierungszentralen in Berlin und Paris war man der Meinung, na ja, wie lange wird denn die Ukraine so durchhalten angesichts dieses Krieges? Und wenn man sich heute, zwei Monate später, die Entwicklung anschaut, dann bleibe ich dabei. Er war maßgeblich der Mann, der das Unmögliche möglich gemacht hat, nämlich seine Staatsbürger, seine Mitbürgerinnen und Mitbürgern solche Kraft gegeben hat, solche Motivation gegeben hat, den Kampf aufzunehmen, für das einzutreten, was die Ukrainer jetzt als ihre Rechte, als ihre Freiheitsrechte wahrgenommen haben. Vor zwei Monaten hatten viele kalkuliert, na ja, eine Woche, eineinhalb Wochen wird es vielleicht gelingen, den Widerstand zu halten. Heute sagen viele, ein Erfolg der Ukraine ist möglich, auch militärisch möglich. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Erfolg, den Präsident Zelensky geschafft hat. Motivation zu vermitteln, mit dem starken Bild eben die Mitfahrgelegenheit nicht wahrzunehmen, genau das zu vermitteln. Wir dürfen da, denke ich, nie unterschätzen, was das an persönlichem Einsatz bedeutet, bis hin zur Frage der Familie, wie bereits beschrieben. Zwei Kinder, die Familie, alle in Kiew, alle unter hohen Risiken dort. Und was ich auch beachtlich finde, ist sein Auftreten in der Welt. Wenn er teilnimmt an einer Plenartagung des Europäischen Parlaments, kurz nach dem 24. Februar, wenn er im Deutschen Bundestag auftritt, wenn er im italienischen Parlament sich zuschalten lässt, dann spricht er zu den Bürgerinnen und Bürgern, zu den Menschen, zu uns Europäern in einem Ton, wo er uns erreicht, wo er nicht fern ist, sondern wo er nahe ist, wo er mit unserer Geschichte argumentiert, auch mit unserer deutschen Geschichte. Ich finde übrigens auch beeindruckend zu sehen, dass ein Mann in seiner Verantwortung, der jetzt die Ukraine führen muss in dieser Zeit, zwar entschieden auftritt, hart auftritt, klar auftritt, aber auch nicht angesichts des Leids, Schlagwort Butcher, Schlagwort Kriegsverbrechen, aber nicht angesichts des Leids verbittert auftritt, trotzdem zum Dialog fähig ist, den Dialog sich sogar erbittet und ihn einfordert. Auch das eine beachtliche Leistung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Präsident Zelensky als heutiger Preisträger, ein Vorbild in Sachen Freiheitsliebe, ein Vorbild in Sachen Führung in schwierigen Zeiten, eine Inspiration für uns in der freien Welt. Deshalb Gratulation und danke an die Jury für die Auswahl. Und die zweite Person, über die wir heute reden, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Svetlana Tsikhanouskaya, die ukrainische Oppositionspolitikerin. Ich durfte sie
zum ersten Mal kennenlernen, dass wir im Europäischen Parlament den sogenannten Sacharow-Preis, den wichtigsten Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments, an die belarussische Opposition vergeben haben und sie zu Gast war. Ich sehe die Svetlana auch jetzt hier am Monitor. Ich hoffe, du hörst uns und kannst uns schon folgen. Liebe Svetlana, das, was du in Belarus gezeigt hast, was du mit deinen Freunden, mit deinen Partnern, mit den mutigen Menschen in Belarus in den letzten Monaten und Jahren gezeigt hast, ist gleichwertig, anspruchsvoll, mutig und anerkennenswert. Du stehst für das freie Belarus. Du hast das Gesicht gezeigt in einem Wahlkampf, wo eigentlich dein Mann das Gesicht war. Hast du für ihn den Wahlkampf übernommen und wie bereits beschrieben, nach den unabhängigen Beobachtungen, die uns vorliegen, wärst du heute Präsidentin von Belarus, wenn die Wahlen fair und demokratisch korrekt durchgeführt worden wären. Seither bist du eine mutige Stimme der belarussischen Opposition, der Menschen, die auch in einem freien, demokratischen und offenen Belarus leben wollen. Auch du hast persönliche Investitionen getätigt. Dein Mann sitzt im Gefängnis für 18 Jahre jetzt hinter Schloss und Riegeln und du bist mit deinen Kindern ins Exil gegangen. Auch du bist eine der Freiheitskämpferinnen, die ein Gesicht für diese Bewegung ist, die ein Gesicht für die Werte ist, für die wir als Europäer weltweit einstehen. Und deswegen Gratulation an Svetlana Tsikhanouskaya für den heutigen Preis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns die zwei Preisträger vergegenwärtigen, mir persönlich geht dann eigentlich immer durch den Kopf, was heißt denn eigentlich diese Bewegung, dieser Kampf, dieses Eintreten für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie, was heißt das eigentlich für mich, was heißt das eigentlich für uns heute hier? Ich sage das sehr bewusst, weil wenn ich mir die Diskussionen der letzten Wochen und Monate politisch in Europa vergegenwärtige, dann müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, ob wir schon alle durchdrungen haben, dass dieser Kampf, dieser Krieg, nicht ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland weit entfernt von unseren Grenzen ist, sondern dass wir verstehen müssen, dass dieser Kampf und dieser Krieg ein Krieg ist, der uns betrifft. Und wenn wir über Freiheitspreis der Medien sprechen, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen berichten, dass beim Brexit natürlich Russland versucht hat, mit Fake-Informationen den Brexit mit zu befeuern. Dass natürlich in Katalonien heute versucht wird, mit entsprechenden Propaganda- und Desinformationskampagnen europäische Destabilisierung vorzunehmen. Wir brauchen uns doch nicht vormachen, dass dieser Kampf heute ein Kampf ist, der nur um den Einflussbereich in Belarus und in der Ukraine, vielleicht noch in Moldawien stattfindet. Nein, es geht um eine Kampfansage gegen uns alle. Es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Krieg. Und ich bin mir oft nicht sicher, ob wir das verstanden haben. Er wird für uns natürlich nicht militärisch geführt, dass mich bitte niemand falsch versteht. Aber dass wir verstehen, dass uns dieser Krieg was kosten wird, dass uns das Verteidigen unserer Werte was kosten wird, dieses Verständnis sollte uns allen einig sein. Europa hat gehandelt. Wir haben jetzt mittlerweile eine Reihe von Sanktionspaketen auf den Weg gebracht. Aber wenn wir heute die beiden Preisträger ehren, dann weiß ich genau, dass sie uns beide in den Gesprächen sagen würden, das ist gut, es ist richtig, dass ihr handelt, aber ihr tut noch nicht genug. Wenn in der Ukraine deutlich mehr Menschen bereit sind zu kämpfen, als dort Waffen zur Verfügung stehen, um den Kampf durchzuführen, dann ist das, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine ganz schwierige Botschaft an uns, weil wir offensichtlich nicht bereit sind, die Ukraine stark genug zu unterstützen. Und Belarus, wenn ich Svetlana jetzt wieder vor mir sehe, meine sehr verehrten Damen und Herren, Belarus dürfen wir nicht vergessen. Gott sei Dank haben wir dort heute keinen harten Krieg. Aber viele Tausende sitzen in Gefängnissen, weil sie für Freiheit und Demokratie eintreten. Deshalb, es ist unser Krieg, es ist unsere Auseinandersetzung. Und deshalb müssen wir unsere Ambition zu helfen, zu unterstützen, noch stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen letzten Gedanken möchte ich einbringen. Wir erleben einen Krieg, den wir uns nicht vorstellen konnten. Wenn immer ich mit Kollegen aus dem Europäischen Parlament aus Mittelosteuropa spreche, aus dem Baltikum spreche, dann reagieren die auf diese Auseinandersetzung in Belarus, in Moldawien und in der Ukraine, dann reagieren die heute mit dem Hinweis, lieber Kollege Weber,
diese Entwicklung ist nicht singulär, sie ist Teil einer größeren Entwicklung, die über Jahrzehnte hinweg Europa geprägt hat. 1989 waren wir diejenigen, die im Baltikum beispielsweise unter Todesmut auf die Straße gegangen sind und für Freiheit, Demokratie gekämpft haben. Am Maidan war es bereits das Jahr 2008, wo die ersten Menschen gestorben sind für Freiheit und Demokratie und Rechtsstaat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor einem Jahr war es in Belarus auf den Straßen, wo die Menschen mutig waren, und heute leider Gottes in den Schützengräben in der Ostukraine. Diese Grundsatzfrage, ob die Idee von Freiheit und Demokratie und Rechtsstaat sich fortsetzt, ob Menschen in so einem System leben dürfen, dieser Kampf und dieser Konflikt ist nicht neu. Und ich sage das zum Schluss, weil viele mittelosteuropäische Kollegen sagen mir dann, als jemand, der im Westen erwachsen werden durfte, sagen mir dann, obwohl es vielleicht zu Kämpfen kommen wird, obwohl es vielleicht schwierig wird, obwohl es vielleicht auch Rückschläge geben wird, wir sagen euch, es ist erstens wert zu kämpfen und zweitens, wir werden siegen, wir werden gewinnen. Die Idee von Freiheit und Demokratie und Rechtsstaat wird sich von keinem Diktator, von keinem Oligarchen in die Ecke drängen lassen. Freiheit und Demokratie werden siegen. Herzlichen Dank.